hätte halt eher gedacht, dass wir das eine Insel finden müssen, die, die so aussieht wie ein Sternbild, Sternzeichen, aber... Man kann ja schon, aber ich denke nicht, dass das, dass da irgendwie eine ist in die Richtung. Ja, aber einfach nur nach Norden fahren klingt auf einer Map, die quadratisch ist, etwas sinnlos. Ja, hast du irgendwelche besseren Ideen? Keine Ahnung, wir haben jetzt eh wieder Helligkeit, man kann nicht den ja wieder nicht sehen. Ach ja. Anker runter, gibt's Fässer. Okay, gut. Ich sehe nichts Wertvolles, ich sehe nur Fässer. Da. Ich schwimme einfach mal hin und schaue einfach mal durch. Ob ich da irgendwas Interessantes finde. Antreibgut. Fässer. Okay. Nope, nur Fässer. Einfach nur Fässer, nichts weiteres. Schade. Soll ich den Anker wieder lösen? Ach, nee, warte mal. Okay. Ich habe hier mal kurz in den Guide reingeguckt, aber ich finde irgendwie... Ich kenne die Lösung jetzt, aber ich will sie gerne selbst noch, den Hinweis noch finden. Okay. Weil irgendwo steht eine Insel aus Zweien. Soll irgendwo stehen. Ah, Sanctuary Außenposten hier. Nein, hier sollen wir, glaube ich, eine Kiste abholen. Also ein Fass. Für den Handelsbundauftrag. Ein einzelnes Fass. Ja. Also steht da zumindest. Ein Fass Schießpulver. Nee, danke. Also. Du kannst ja gerne dein Schießpulver auf deinem eigenen Schiff sehen, aber ich. Du transportierst hier kein Schießpulver oder was? Nee. Dafür haben wir jetzt schon zu häufig Löcher im Bug gehabt. Ich habe nur gesagt, dass wir. Dass hier das ist. Komisch, weil in der Beschreibung steht, dass es eine Insel aus Zweien ist und da soll man sich dem Nordstern erst zuwenden. Eine Insel aus Zweien. Weil ich weiß, welche Insel es ist, aber ich vermisse den Hinweis. Wie man auf die Insel aus Zweien kommt. Könntest du Rumrunner Idol damit meinen? Ja. Ja. Von Twin Groves nämlich nach dem Nordstern, dem Außenposten zugewandt, natürlich. Ah, jetzt. Ja. Jetzt, wo du es sagst, ja. Oh Mann, das war dämlich. Ja, aber trotzdem, wir wussten ja nichts von einer Insel aus zwei. Oder der hat das gesagt, eventuell, was wir überheuert haben, weil der so lange leise geredet hat. Ich habe keine Ahnung. Ich schaue gerne nochmal danach, ob da irgendwas. Den Nordstern, ich kann die Insel.
Nope, da steht nichts von irgendwie zwei, zumindest nicht im Buch. Nein, deswegen ja, eine Dialogoption wahrscheinlich. Ja. Da ist das Problem, dass ich dem Typen nicht sonderlich zugehört habe. Keiner von uns hat das. Ich hab, du aber eigentlich mehr als ich, weil ich habe Vorräte gesammelt derweil. Ich habe auch nur zugehört. Ja, damit... Ja. Tja, macht ja nichts. Dafür gibt es Guides. Rätsel will ich ja nicht eigentlich nicht lesen, aber wenn irgendwie ein Teil fehlt, wo man schon das Gefühl hatte, dass irgendwas fehlt. Ja, und ich sag mal so, die Sache auf die Sache mit dem mit der Stahlplanke oben auf der einen Holzplatte war schon schlimm genug. Oh ja. Das habe ich auch auf den ersten Satz im Guide durchgelesen und also steht hinten auf der Rückseite, okay. Und ist unterschiedlich. Teilweise zu unterschiedlichen Koordinaten. Ja, auch interessant. Finde ich aber eigentlich cool, so. Ja. So, wir müssen... Achso, wir müssen ja nicht zum Außenposten, wir müssen... Zu dem nördlich. Zu der Insel. Zu der Insel, ja, das ist hier. Zwei schaut der Pelze durch. Ja. Ah, hier ist... Was? Schau mal nach rechts. Ja. Sollen die doch versuchen, uns zu fangen? Ich sehe das Problem nicht. Wir haben keine Chance. Ja. Es ist halt trotzdem groß. Und ich glaube, es möchte wenden gerade. Oder? Keine Ahnung. Keine Ahnung, wir sind jetzt hinter dem Felsen. Jetzt musst du mal auf die Karte gucken, ob das die richtige... Ja, mach ich. Ja, ist die richtige Insel. Ja, die segeln fröhlich von uns weg. Das war schön. Dann darfst du schon mal eine einzelne Laterne suchen. Ui, okay. Ich verstehe nicht, wie du nie die Kanone verwendest. Ich vergesse es immer und immer wieder. Mann, wieso kann ich die Fische nicht so einsammeln? Ich habe die einsame Laterne gefunden. Antike Truhe entdeckt, yay! Haben wir auch einen Schlüssel dafür? Wenn wir jetzt dafür noch einen Schlüssel brauchen, na dann Halleluja. Wenn wir das Ding nicht aufbekommen. Müssen sie erstmal aufnehmen können, dafür muss ich sie erst. Wir können einfach öffnen. Okay. Ah, das ist ein dicker Fernrohr. So, und das führt. Hey, nicht vergessen, wir können die Truhe immer noch mitnehmen. Ja. Aber das ist ja erstmal kein Stein. Den müssen wir ja jetzt erst finden. Ja. Da können wir uns ja jetzt das Kino angucken. Okay, im Bildschirm hat man aber auch nichts, außer dass das Fernrohr leuchtet. Okay.
Irgendwas mit vorne sind drei. I am quite confused. Ich kann die Insel sehen, wo wir sie gelassen haben, außer Sichtweite verborgen. Hey, das ist der Hinweis, um die Insel überhaupt zu finden. Ja. Ich weiß halt gerade. Aber eine Hängelaterne haben wir ja. Ja, das war ja das, schon gesagt. Ja. Vielleicht müssen wir die Sternbilder damit betrachten. Warte mal, auf der ersten Seite mit den Sternbildern, also die drei, oben, ganz oben auf der, ist das nicht ein Kreuz? Über der schlafenden Bären? Das ist durchgestrichen. Aber okay. Wir haben auch goldene Federn, da sind noch zusätzliches Zeug eingezeichnet. Meerjungfrau. Ich glaube nicht. Kröte. Ah ne, wir haben was weiter. Wir haben neue Seiten bekommen. Ah, okay. Dann habe ich das. Das ergibt mehr Sinn. Ja. Hopp, hopp. Die Geduldige, okay. Ich habe diese Lieddichtung unter den Habseligkeiten des Kapitäns entdeckt. Als ich sie darauf ansprach, erklärte sie mir, sie hat sie einige Zeit lang zu entschlüsseln versucht, aber ihr Fernrohr ging kaputt, bevor sie es geschafft hat. So ein Pech. Ich bin mir sicher, ich bin an dieser Insel vorbeigesegelt, als ich bei den eisernen Lehrer vom Plunder, als ich den eisernen Lehrer vom Plunder Außenposten besucht habe. Also irgendwo bei Plunder Außenposten. Das älteste Wesen der See verstecke einen Stein, wo nur er ihn sehe. Ah, ja, wir haben eine detaillierte Karte weiter hinten. Plunder Valley, dann der Schlange folgen zum Hai. Oder Fisch. Ah, okay. Zu einer Insel, die eine seltsame Statue hat. Über den Fisch zu einer Insel, wo man die große in das Wasser an der Spitze der Inselzunge. Da wird man was finden. Der kleine Glimmerfisch führt den Alten zum neuen Land. Es wird auch steinernes Antlitz in einem Tunnel unter den Wellen. Eine Insel, die auf keiner Karte verzeichnet ist. Welches Mysterium verbirgst du? Okay. Also, sagen wir mal so, wir müssen auf jeden Fall erstmal zum Plunder Valley. Ja. Und Valley, und von da aus müssen wir wahrscheinlich den Sternzeichen folgen. Würde ich mal so vermuten. Mhm. Gut, das ist. Und da finden wir dann quasi das erste, was wir brauchen. Südost. Oh, das ist ja fast geradeaus einfach nur. Ja, und dann müssen wir zu irgendeiner Insel der Sängerin. Danach wahrscheinlich. Mhm. Und von da aus dann nochmal weiter. Ach, da ist schon wieder ein Skelettschiff hinter uns. Nicht so wichtig. Ist auch noch weit, weit weg, wenn ich es richtig sehe. Ja, genau.
nach Südwesten müsste, wenn ich Südosten. Hoppala. Ja. Die Südrichtung ist schon mal richtig, nur die andere Richtung ist nicht so optimal. Ich habe mal so eine kleine These. Könnte die Insel der Sängerin Mermaids Hideaway sein? Weil Meerjungfrauen werden ja auch häufig in Legenden und so als halt singende Kreaturen auch dargestellt. Ja, wir folgen aber den Sternzeichen. Ja, ich wollte... sicher zu gehen. Ja, sonst kann ich halt auch einfach im Guide gucken, weil das ist eher langweilig. Also das ist auch eher der Ausgangspunkt für die zweite. Nicht so, für ja, die, wo wir jetzt deshalb einfach. Über Schlange. Über Schlange und. Hai. So. Ja, an der Hai-Insel müssen wir aber erstmal den erst irgendwas ausgraben. Ja, deshalb die andere. Die Doppelseite danach, das war so meine Idee, dass das eventuell dann. Wenn wir Zeit bei die Insel der Sängerin. Aber kann auch sein, dass wir auf der Hai-Insel was finden, was uns dann weiterhilft erstmal, um das zu verstehen, was dann ja, nachher kommt. Ich will aber gerade mal gucken, wie weit wir noch weg sind. Noch ein bisschen weiter südlich. Ja, aber wir sollten sie schon sehen. Ja. Naja, ich sehe sie schon. Kennen wir doch, die war doch auch mit der Geburtstagsfeier. Ja, das kann sehr gut sein, dass das Panda Belly war. Bin mir ziemlich sicher wegen dieser Felsformation. Ja. Aber warum müssen da Wolken sein gerade? Was brauchen wir als erstes? Wir brauchen Schlange. Wie sieht die Schlange aus? Eine Schlange. Schlange. Singende Schlange brückt, erwürgt hätte mal Kopf einer Hydra. Ja. Nope. Das sind. Das ist dieser, ich nenne ihn mal Fahrt. Ja, es geht darum, dass du 4 Sterne unten hast und 3 oben. Ja. Wenn die Wolken halt nicht wären. Wir müssen halt auch in alle Richtungen gucken, wo das sein könnte. Deren Bild. Das ist es nicht. Ah! Du kannst auch die Sternbilder durch die Wolken sehen. Ach, mit dem speziellen Fernrohr natürlich. Okay, ich habe den Skarabäus gefunden. Das ist das. Ah, das verstärkt natürlich alles nochmal. Hat den Nordstern denn für... Ah, dachte ich doch. Der Nordstern ist der Tintenfisch. Nur beim Tintenfisch war halt in der Mitte nichts eingezeichnet, deswegen war ich mir nicht sicher. Ja. Nee, das ist... Ah, du kannst halt auch einfach lang genug draufhalten. Ja. Aber das ist nicht fast zu einfach. Ey, man muss es natürlich erstmal herausfinden. Das ist der Art. Ich glaube, ich habe den Hai gefunden. Das ist das Ruderboot. Ich habe den Hai zumindest gefunden, aber wir müssen ja noch nicht zum Hai. Wir müssen ja erstmal die Schlange finden und danach den Hai. Das ist der Mensch. Das ist das. Ja. Schütze. Ja, wir gehen mal vor. Einfach. Wir müssen ja nicht. Die können ja einfach vor Anker gehen. Von hier aus. Ja, das war das Boot, genau. Ja, das ist das Ding wieder. Das ist Skarabäus. Ich erwische irgendwie immer wieder dieselben, das ist nicht gut. Das
ist da der ist Hai. Noch okay. Was. Das ist der Krieger, glaube ich. Ich habe die Krabbe gefunden. Das ist der. Nein. Dich alles schon. Ja, das ist wieder der Krieger. Jetzt wieder das Boot. Nee, das ist. Ja, das ist die Krabbe. Nee, das ist wieder das Skarabäus, der verdammte. Ah, das ist der Kraken. Das ist ein Witz. Da ist der Pfeil. Das ist der Eber. Oh nee! Was? Wir haben Besuch früher bekommen. Na dann, schieß dich rüber. Jo, ja. Ich hab's am Haken. Los, rüber. Kann sie nicht mehr lange halten. Ja, ich gib mein Bestes. Ich schwimm so schnell ich kann. Ach, ich hab die Tanzkugel abbekommen. Ich kann gerade keine weitere Harpune abschießen. Ja. Ich gebe mein Bestes, dass ich. Ich hab's! Ja, ich gebe mein Bestes, dass ich an die rankomme. Komm. Schwimmen. Oh Mann, ey, die fahren aber auch so scheiße gerade um mich herum. Ich komm. So. Lass mich da jetzt. I have to repair. Komm, ich bin fast dran. Ich bin fast dran. Oh nein, die sind schneller als ich. Fuck, ich bin genau daneben. Ich kann nicht die reparieren, wenn die ständig Tanzkugeln schicken. Oh, ist das ärgerlich. Ist das nervig. Ja, gut. Gut. Dann versuche ich mal hinten rum. Wart doch einfach. Die drehen doch, machen doch immer die gleiche Kurve. Ja, deshalb schwimme ich gerade auf die andere Seite, um halt wieder aufhören, ein bisschen zu tanzen. Das wäre ganz nett. Oh, kein Loch. Ah, doch hier. Diesmal erwische ich sie. Ich bin genau daneben. Diesmal, aua, die haben mich auf... Ey, fuck it, die haben... die sind über mich drüber gesegelt und haben mich deshalb unter Wasser gedrückt. Deshalb konnte ich nicht an die randen. Die Arschlöcher. Hab nicht den richtigen Winkel. Und keine Kanonenkugeln. Fällt mir auf. Wir haben keine Kanonenkugeln? Scheiße. Nein, ich hab keine. Ausgerüstet, so. Das ist alles. Okay, puh. Einen Treffer hab ich, aber ich muss schon wieder reparieren. Oh. Diesmal aber. Kann ich. Oh, die drückt mich immer runter, sodass ich nicht auf den. Sodass ich nicht aufs Schiff rauf kann. Die erwischen mich immer mit dem Bug und dann bin ich unter Wasser. Darfst du nicht direkt vor den stehen? Unser Anker ist beschädigt. Mhm. Och, komm schon. Seit wann könnt ihr zielen, bitteschön? Die drehen ab, glaube ich, oder? Nee. Nein, die haben einfach nur von mir abgedreht mal wieder. Gut, dann schwimme ich wieder auf die andere Seite. Mann, ist das nervig. Aber wenn das nicht klappt, reparier einfach und ich schieße. Ich mache jetzt noch einen Versuch. Kann ich natürlich auch versuchen, mit der Kanone rüber zu bringen, aber ich komm halt nicht da zu Löcher in die Reihen zu schießen.
Jupp, ich bin drauf. Nice. Dann kümmer dich mal um die nervigen Kanonen. Jupp. Och, kommt schon, Wellen. Wollt mich doch verarschen. Nicht gut, ich glaube, ich bin gleich tot. Fuck. Es hat mir halt überhaupt nichts gebracht, also die Wellen nicht mitspielen. Ich kann nicht nach unten zielen gerade. Ja, und die kriegen natürlich den perfekten Shot, dass ich höher bin als die, aber die niedriger sind. High Ground ist hier echt nicht vorteilhaft. I have the high ground. Ja. Ich repariere gleich einfach ein Stück Wasser raus. Ja, ich mache denen auch ordentlich Schaden, wenn ich mal dazu komme, sie zu treffen. Aua, ich muss was essen. Schon wieder jede Menge Löcher. Ich dachte, du bist schon da, um sie zu reparieren. Jetzt bin ich da. Hinten vor allen Dingen bei mir. Yep. Oh, oh fuck, ich tanze. Ja, ich weiß, ich auch. Vor allem gerade, als der Balken voll war. Yep. Komm, reparieren. Komm. So. Los, du schieß, ich mach hier alles andere. Ne, ich muss erstmal gucken, wo die... soll ich so denn schießen? Warum machst du sollst reparieren? Ja, es ist alles repariert. Ja, dann mach irgendwas anderes, aber stell dich nicht vor die Kanone, wenn ich gerade dran gehen will. Okay. Weil zwei Leute die Kanonen bedienen, bringt nichts. Natürlich kriegen die wieder Deckung von der Welle. Spaß. Aber wir werden nie von der... Ja, okay, wir werden jetzt auch gedeckt, wenn die Welle zwischen uns ist. Aber jeder, der dann in der Nacht... Es gibt jede Menge zu reparieren. Schissen ja Wellen an. Komm schon. Oh Gott. Das wird zu. Und schon wieder ist die Welle dazwischen. Dem Moment, wo es auf dieser Seite lang kommt.